Wir alle sehen die Probleme unserer Zeit und wir alle machen uns auch Sorgen. Und wir alle wünschen uns eine Gesellschaft, die im Einklang mit einer natürlichen, respektvollen und toleranten Lebensweise steht. Aber es reicht nicht aus, diese Probleme zu benennen, sondern es muss was getan werden. Guten Morgen! Ja, es ist wichtig zu erkennen, wo etwas falsch läuft. Und es läuft verdammt viel falsch auf dieser Welt. Aber gewisse Dinge, ja, sind nun omnipräsent in den Köpfen der Menschen. Und da bedarf es nicht mehr einer Benennung, wie zum Beispiel die Regenwaldabholzung, der Welthunger, die Kriege, der Fleischkonsum, die Macht der Wirtschaft, die Entfremdung der Politik, die geistlosen Medien, die die Menschen verdummen und vieles mehr. Es reicht damit, sich immer nur in Wehklagen auszulassen. Es reicht. Bitte hört auf damit. Die Problematiken sind bekannt. Sie sind wirklich bekannt. Ihr findet sie auf jedem zweiten oder dritten YouTube-Kanal. Es braucht nicht noch 100 Menschen, die darüber lamentieren, wie scheiße es läuft, dass die Wirtschaft immer mehr nach Geld strebt und auch auf Kosten von Menschenleben sich immer weiter zu dem dominierenden Machtgefüge entwickelt. Ne? Es muss bewusst konsumiert werden, um denen entgegenzusteuern. Wenn ihr eure Produkte kauft, wenn ihr aktiv etwas tut, kauft, wenn ihr aktiv seid und diese Produkte, die arbeiten mit Monsanto Saatgut zum Beispiel, dann seid ihr für deren Wachstum, dann seid ihr für Monsanto verantwortlich für deren Wachstum und auch für deren steigende Einflussnahme. Niemand anders als der Verbraucher sorgt für die Macht der Wirtschaft. Ihr könnt euch dann hinstellen und sagen, oh Monsanto, ihr seid böse, ne? Ihr seid das, die böse sind, weil ihr Monsanto zu dem macht, was es ist. Da ist es eben so ganz extrem wichtig, dass ihr, wenn ihr konsumiert, diesen Konsum bewusst gestaltet. Dass ihr auch mal nachfragt, was mit eurem Euro passiert. Oder auf der anderen Seite, ihr macht das nicht, dann hört aber auch auf zu lamentieren, ne? Dann seid einfach dafür verantwortlich, dass es so scheiße läuft. Es ist okay, wenn es bewusst getroffen ist, ihr sagt, okay, mir ist alles scheißegal, das ist eine bewusste Entscheidung, be welcome, dann ist okay, dann macht das eben so. Ne? Aber nicht einerseits so und andererseits so. Ne? Und dann geht es weiter. Nur die Politik ist in der Lage, die dominierende Rolle der Wirtschaft dauerhaft in den Grenzen zu halten, weil die Politik unsere Volksvertreter sind. Ne? Diese haben die Macht. Beispiele, wie das geschieht, das findet ihr auf meinem Kanal. Genauso auch wie Beispiele, wie die Wirtschaft versucht, in der Politik mitzumischen, weil die Politik eben ein Faktor ist, der die Wirtschaft begrenzen kann. Und das ist auch ein Kampf immer zwischen Politik und in Wirtschaft. Ne? Aber auch hier gibt es Menschen, die wieder einfach nur rumheulen und rumlamentieren, dass die politische Situation, wie sie ist, scheiße ist. Anstatt was zu tun, nämlich wählen zu gehen und ganz klar ein Zeichen zu setzen, so sehr ich gegen die AfD bin und deren rassistisches Gedankengut mich zutiefst anwidert, habe ich Respekt vor den Menschen, die zum Wahltag aufgestanden sind und ein Zeichen gesetzt haben. Egal wie blöd das ist, aber sie sind aufgestanden, sie haben was getan, sie haben sich bewusst entschieden. Nicht für das, was ich mich entscheiden würde, aber sie sind aufgestanden und sie haben bewusst gesagt, ich ändere was. Und schaut euch an, wie Frau Merkel plötzlich darauf reagiert mit Sätzen wie unser Deutschland wird immer Deutschland bleiben. Ne? Also was durchaus schon sehr sehr konservativ formuliert ist. Das ist ausgelöst durch eben die Wahlerfolge der AfD. Ne? Dieses Aufbegehren des Volkes. Das Volk hat Einfluss. Ihr habt Einfluss. Mit jeder Aktion, mit jedem Kauf, mit jeder Stimmabgabe an der Wahlurne entscheidet ihr, wie es auf dieser Welt weitergeht. Siehe dazu auch mein Video zum Schmetterlingseffekt, wie kleine Dinge, wenn ihr einen anderen Weg zum Joggen wählt, wie das die Welt verändern kann. Lasst euch nicht von Menschen blenden, die euch zum Nichtstun anregen. Menschen oder Medienunternehmen, die nichts anderes tun als euer Leid zu kultivieren, wo man einschaltet und wieder erfährt, wie scheiße alles ist, dass man nichts tun kann und dass es ja, aber trotzdem total wichtig ist, informiert zu sein, also weiter diese Medien zu konsumieren, ne? Und dann immer wieder und immer wieder dieselbe Scheiße in die Köpfe der bemitleidenswerten Menschen hämmert und einen neuen Typ Mensch kreiert, der quasi der feuchte Traum des bestehenden Establishments ist. Das ist der trotzige Apath.
Ein Mensch, der sich so die Birne mit Stumpfsinn, mit Weltuntergangsszenarios und Ängsten zuballern lässt, immer mit dem Hinweis, wie einerseits unbedeutend und machtlos er ist und andererseits, wie mächtig die Reichen und Schön sind und dass die alles dominieren. Und man sich dann gemeinsam mit anderen Menschen quasi in einer Wanne der Tränen aus Selbstmitleid bei diesen Medien dann trifft und diese dadurch eine so unglaubliche Kundenbindung kreieren, dass die Menschen bereit sind, ihr eigenes Leben und ihre eigene Schaffenskraft, ihre Energie zu den Akten zu legen und sich mit anderen tatsächlich als Opfer darzubieten. Aber nicht der Wirtschaft oder der Politik, sondern den entsprechenden Medien. Das sind die Täter, die Medien. Die Mutlosigkeit und die Ängste der Menschen, das sind ein gefundenes Fressen für die Medien. Und damit meine ich nicht nur die öffentlich-rechtlichen, großen, machtvollen, nein, auch die YouTuber, ne? Auch die YouTuber, die damit spielen, die immer wieder sagen, hey, pass auf, und dort passiert was, und dort passiert was, und ja, und wir wissen zwar nicht genau, wie es funktioniert, aber da ist was, da irgendwo da unten, und da sind wieder die großen und mächtigen, und wir halten zusammen, ne? Wir, kommt alle zu mir, wir halten zusammen, wir müssen informiert sein, ne? Aber ja, nichts tun, ne? Nicht wählen gehen oder so oder irgendwas, nichts tun, zu mir kommen, ne? Und das ist eben so krass, das ist nicht subversiv, das ist auch nicht subtil, sondern sobald die Menschen in der Opferrolle gleichgeschalten sind, da wird ganz offen eben zu dieser Tatenlosigkeit und zur Resignation aufgerufen. Da wird gesagt, wir können nichts tun, ne? Da wird gesagt, ihr sollt nichts tun. Ja, solche Sachen, ne? Ihr sollt informiert sein und ihr sollt andere informieren und so weiter, aber nichts tun. Information ist bla 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 bla, zumal diese Information oftmals ja einfach nur Quatsch ist, weil einfach nur die Ängste nährt. Aber das ist keine Aktivität, ne? Und wie gesagt, immer dieses Beispiel, geht nicht wählen, das wird ganz deutlich propagiert. Aber kauft euch Bücher zum Thema, informiert euch weiter, konsumiert meinen YouTube-Kanal, ne? Und diese Medien müsst ihr konsumieren. Merkt ihr das nicht, was das für eine riesen Manipulationsscheiße ist? Ne? Tut bloß nichts, sondern konsumiert einfach immer mehr und intensiver die Schundliteratur, die voller Anschuldigungen und aus den Fingern gesogenen Skandalen besteht. Ich beobachte das nun schon längere Zeit sehr, sehr genau, weil ich ja mit YouTube auch in der Öffentlichkeit stehe und immer wieder auch diese Videos verlinkt bekomme und sehe echt, wie viel wirklich intelligente Menschen, die es unter euch auch zuhauf gibt, das in den Kommentaren merken, die diesem total primitiven Marketinginstrument einfach nur unterliegen. Das ist eine der perfidesten Industrien überhaupt, die Angstindustrie. Tiere töten und schlachten ist zweifellos extrem grausam und verabscheuungswert. Aber das geschieht offen und jeder weiß das, dass die Tiere sterben. Ne? Aber in den Köpfen der Menschen Hilflosigkeit, Opferdenken und Machtlosigkeit zu initiieren, um sich selber daran zu bereichern, das ist für mich noch widerlicher und gehört für mich zu den 5 Kernproblematiken dieser Welt. Dazu kommt dann mit Sicherheit auch noch ein Video. Denn alles, was auf dieser Welt an Wirtschaft und an Politik und auch an Intrigen und Verschwörungen, die es natürlich zweifelsohne auch in einem gewissen Umfang auch gibt, keine Frage, aber alles, was es da existiert, all das, Politik, Wirtschaft, Intrigen, alles Mögliche, das haben Menschen geschaffen. Ne? Menschen. Es gibt nicht die Politik. Es gibt die Menschen, die die Politik machen. Es gibt nicht die Wirtschaft. Es gibt die Menschen, die die Wirtschaft machen. Es gibt nicht Intrigen. Es gibt die Menschen, die Intrigen machen. Alles sind Menschen. Menschen, die sich gesagt haben, es reicht. Die gesagt haben, wir machen etwas. Egal ob Wirtschaft, Politik, Intrigen, was auch immer. Das sind Menschen, die aktiv geworden sind. Die sind aufgestanden. Und die haben etwas angepackt. Ne? Die nicht zu Hause im Internet oder in Büchern zu passiven Sklaven der Angstindustrie mutiert sind. Alles, was in diesen Segmenten entstanden ist, die wir heute kritisieren, ist von Menschenhand geschaffen. Von Menschen, die aktiv waren. Und genau wie ich trotz Ablehnung der AfD, dessen Wähler, Respekt zolle, dass sie etwas gemacht haben, dass sie aufgestanden sind, zolle ich jedem Wirtschaftsmogul Respekt, dass er etwas getan hat. Passivität und Opferdenken, die widern mich so stark an, dass mich mein Mitgefühl für diese Menschen ganz, ganz vor hohe Anforderungen stellt. Es ärgert mich dermaßen, wenn Menschen sich einfach nur so
gehen lassen. Und da ist es für mich ganz, ganz schwer. Und dazu stehe ich, aber ich arbeite trotzdem daran. Da ist aber für mich ganz, ganz schwer, Verständnis aufzubringen. Und in den Kommentaren merkt ihr das schon teilweise, wie ich da an meine Grenzen gerade. Und das ist in Ordnung, ne? Es ist ein bewusster Prozess, den ich da auch beobachten kann. Aber diese Kultivierung der Angst und die Kultivierung des Opferdenkens, das schadet nicht nur den Menschen, sondern sie schadet auch der Gesellschaft. Da mein inständiges Appellieren, aufzuhören zu meckern und zu klagen, sondern anfangen etwas zu tun, sich wirklich zu engagieren, aktiv zu sein, mit gutem Beispiel voranzugehen. Jeder kann etwas tun, jeder kann die Welt zu einem besseren Ort machen, angefangen von seinem ganz persönlichen Umfeld. Die Hand, aus der ständig der kritische Finger sich streckt, die sollte lieber genutzt werden, anzupacken.